I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those were my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone, but I remained here. Cosmo? Ja? Erinnerst du dich noch an den Kampf gegen Yuna Lesca? Ja. You were in contact with Sin again. The toxin. Are you... Alles klar, Simon. Und, hattest du das mal irgendwie geschafft oder gab's da Probleme? Nein, Yuna Lesca habe ich auf Anhieb geschafft. Satisfied. What do you mean? Keine Ahnung mehr, was ihre Schwachstelle oder sowas war. Died. Das Simmets-Element. Damals nicht. Geschafft. Ich habe mir neulich ein Video angeguckt. Da sagte einer, ich bin mir zu 99% sicher, dass ich diesen Kampf verkacken werde, hat der Lesbär gesagt. Und dann hat er es geschafft. Auf Anhieb. Oh, super. Und auch beim ersten Mal geschafft. Jo, ja, super. Immer so. But you are a summoner. You are Spira's hope. Until Sin is defeated, you must not relent. Do you understand? Yes. I understand. Are you afraid? Yuna, take me as your pillar of strength. As Yuna Lesca had her Lord Zaon. Lady Yuna, until next we meet, farewell. Zaon, der Mann von Yuna Lesca. Wow. Aber eins muss man wirklich sagen, die haben so viele Cutscenes hier drin. So lange auch noch. Ja, ich glaube, das ist das Spiel mit den meisten Cutscenes in der Final Fantasy-Reihe, habe ich das Gefühl. I thought I could feel him. But that doesn't mean I believe you. Definitiv. He came here for you. So he killed all those people just for a chance to see me? That's what Sin does. He wanted to show that to you. Do you know why? How am I supposed to know? So you would kill him. As long as he is Sin. Jekt will keep killing. He wants you to stop him. You gotta be kidding. How do you know all of this anyway? I'm not done talking to you. Don't you run away. You're the one running. Warum rückt er nicht mit der Rede raus? Er sprach raus. Er weiß viel mehr, als er sagt. Das erfährt man später auch noch. Und dieses Leuchten hier drüber, würde ich sagen, sind die Seelen der Verstorbenen hier gerade. Ja. Und die Soldaten an der Front haben nicht einmal die Hälfte überlebt. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Bürgerwehr ist am Ende. Einer von denen ist ein ganz besonderer Toter. Ich glaube, das werden wir noch erfahren, ne?
Vielleicht ist es ja Lutz gewesen. Wer weiß. Da oben ist auch jemand. Was machst du da nur? Willst du dich jetzt helfen? Was? Wo, hä? Meine kleine... süße kleine Lenoir. Hängt die ganze Zeit über dem Wasser nach unten, als würde sie sich ertränken. was für ein Tier war das nochmal? Ratte. Farbratte. Ach, Ratte. Und ich mir das nicht vorgestellt. Was? Ich hatte noch Glück, ich lebe ja noch. Oh, Wasser, gib mir Wasser. Sind Sie in Ordnung? Heile mich. Hold still. Da unten ist auch ein Speicherpunkt. Warum brauche ich sie, um zu heilen? Frage. Keine Ahnung. Gib den Kleinen noch mal kurz was zum Schnacken. Okay. So, ich habe ja noch ein paar Level-Ups gekriegt. Was bei ihm leider nichts bringt. Das ist nicht großartig. So, ein Wunder, Magie dazu. Was bringen. Ja, Abilitätsheroid, Engel. Ja, Engel ist gut. Beten, wo geht das denn hin hier? Nutzen, klauen, nee, darf ich nicht hin. Ich muss die Kleinen jetzt ein bisschen daran gewöhnen, dass ich jetzt hier sitze und zum Beispiel bei einem Stream nur kommentiere. Stimmt, das ist ja das, was du alltäglich machst. Ja. Na, alltäglich nicht. Alltäglich bin ich eigentlich in der Arbeit. Ach, ich verstehe eh nicht, was so richtig vor sich geht, glaube ich. Außer, dass du halt redest, irgendwie mit dir selber. Was ich vielleicht damit interpretieren könnte, dass du mit ihr redest. Ja, das zum einen und zum anderen sind sie sehr geräuschempfindlich, weswegen ich mich versuche, so leise wie möglich zu unterhalten. Und ja, damit sie einen Bezug zu mir kriegen, weißt du? Das ist halt das, was ich am meisten mit ihr trainieren muss. So, wieder Katzin, würde ich sagen. Hey, you two, hurry up. She's awfully cheerful. In dark times, she must be. She must shine bright. Huh? Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Kimari, try too. Smile, let me see. Buddy in your channel timed out. Sad. Ja, das muss weg. Buddy entered your channel. Welcome back. Jo. Und das trotz Landkabels. Naja. Ist der Anruf auch wieder da? Gut. Bitte tragen sollte diesmal nicht weg sein, dass er in der Konfi ist. Wir haben uns hierher zurückgezogen, um es neu zu formieren. Obwohl eigentlich nicht mehr viel zu informieren übrig ist. So, also soll ich in der Aufnahme mal ein bisschen Blitzball spielen oder sollte ich das lieber im Livestream machen? Musst du wissen. Also ich würde einfach mal den Livestream dann kurz unterbrechen und dann kannst du dir das am Ende immer noch überlegen, ob du es in die Aufnahme reinnimmst oder nicht.
Aber eigentlich gehört das jetzt nicht in die Aufnahme. Blitzball ist eher irgendwas wie so für ein Special oder so. Nebenprojekt quasi. Ja, Nebenprojekt. Weil Blitzball und die Story, die du im Let's Play halt Let's Playst, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Eigentlich. Zumindest machen es die meisten Let's Player so, dass sie die Minigames in den Spielen meistens noch trennen. Außer sie sind spielwichtig. Also für den Spielverlauf. Naja, Sache ist ja. Also dass ich auch dadurch Sachen freischalten kann, zum Beispiel, ne? Ja, wenn du etwas damit freischaltest, das kannst du die Aufnahme nehmen. Aber ansonsten. Würde ich es eher nicht machen. Zum Beispiel eine Ekstase für Walker. Ja, zum Beispiel. Kann ich ja dann beim nächsten Sphero machen. Okay, und das ist die Kiste, die ich haben will. Josestraße. Naja. Aber es gibt immer viele Sachen. Ja, aber wir haben jetzt. Lauf am rechten Wegesrand entlang. Irgendwann gelangt ihr an eine Säule, hinter der der Band des Lexikons liegt. Auf der rechten Seite hinter einer Säule. Ja. Lauf am rechten Wegesrand entlang. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal ein Stück zurück und guck nochmal nach. Guck doch auf die Karte. Ja, die Karte zeigt mir nicht an, wo das Ding ist. Ja, aber normalerweise müsste sie ja das ja anzeigen, den Weg. Oder so eine kleine Nische müsste sie ja anzeigen. Das Feuer. Also ich weiß auch nicht, wo manche das Problem mit Yuna trainieren haben. Also ich finde das total easy. Ah, daneben. Weiß wegen 1 HP, ey. So, weiß, ne, nicht weiß Magie, schwarz Magie. Du benutzt Feuer und bist gegen Feuer empfindlich? Nein, lecker. Feuer frei. Ich frage mich ja, was du so die ganze Zeit geschrieben hast, Cosmo, übrigens, ne? Als ich den Chat nicht aufmatte, weil ich habe nicht damit gerichtet, dass du noch kommst, weil ich dachte, du bist irgendwie beschäftigt privat. Ich weiß zwar, was es sein könnte, aber, ne? Aber ich wollte jetzt nicht sagen in der Aufnahme. Eigentlich habe ich größtenteils nur Tipps gegeben. Schön, dass das nicht. Oh, Basilisk. Basilisk mit Versteinerungsblick. Hast du was gegen Versteinerung? Ja, Goldnadeln. Ah, die sind schnell im Versteinern, pass auf. Ja, ist mir klar. Deswegen schnell auf Yuna. So, beschwören. Ifrit. Ich hoffe mal, dass er gegen Verscheinung immun ist. Besser als bisher. Bestia sind das alle gut. Sich gegen Statusveränderung. Jetzt mal Meteoriten, ja. Meteoriten fressen, genau. Ich versuche mir das gerade mal wieder vorzustellen. Lustiger ist, den Meteoriten zu fressen von dem Irrfried aus Final Fantasy 8. Ja, vernichtend. Ja, genau, wahrscheinlich ist es wirklich vernichtend. Ich glaube, das Inferno hebe ich mir mal ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall. Für einen einzelnen Basilisken lohnt sich das nicht. Ups, mein Eis. Oh, mein Eis vergessen. Guck mal im Eisfach. Oder? Da ist mein Reserve-Eis. Ich meinte, das ist das, was ich schon hier rübergebracht habe. Und noch fest. Kannst du wissen. Ja, das sind Störgeräusche gerade. Oh, hehe. Nicht alle. Naja, macht ja nix. So schlimm sind die ja nicht. So, der ist erledigt. Da einer Säule auf der rechten Seite.